nicht. Hast du dich jetzt überhaupt umgezogen? Achso, du bist jetzt die andere. Ein Beta hast du nicht angelegt, ne? Nee, wie geht das? Das kann man das unten machen, weil wir haben einen, so Beete gefunden, die kann man die nicht übernehmen? Nee, normalerweise hier, wo jetzt eine Werkstatt zum Beispiel ist, oder da muss man das ausbauen. Ja, aber Beete an der Werkstatt jetzt wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht hier beim Koch oder so. Werkstatt geht ja nicht mehr, aber die Plätze meine ich. Also ist ja so ein Platz hier, der leer ist und dann steckst du irgendwas rein. Also hier ist jetzt eine Werkstatt drin. Genau, und es gibt ja nur zwei, das hat mich schon gewundert. Da hätte man Beet reinsetzen können. Also die haben jetzt gesagt, man soll auf jeden Fall eine Werkstatt machen, aber mit dem Beet, warte mal. Ja, aber der Koch müsste eigentlich, ja gut, aber kannst du das nicht aber irgendwie noch erweitern, dieses Camp dann irgendwie? Das muss doch größer machen können auch, oder irgendwie nicht? Geht das nicht? Weiß ich jetzt also nicht. Das hier war schon drin, diese Krankenstation. Das hat mich auch gewundert. Die Krankenstation und da hinten das Lager. Das war, oder? Das Lager? Ja, das war schon da. Lager war auch da, ja. Ich glaube, die Küche auch, oder? Nee. Nee, die Küche habe ich reingemacht. Die haben wir als zweites, glaube ich, ne? Oder? Wir haben ja nicht erst die Werkbank da. Bist du sicher, dass das Lager hier schon war? Oder hast du als erstes das Lager gemacht? Das erste, als wir hier reingekommen sind direkt. Lager war schon, ja. Ich hab's aufgenommen. Ja, ist schön, aber ich habe nur zwei Sachen gemacht. Nur die Werkstatt, weil das die Empfehlung war, aber die Küche, ich konnte nur die Küche machen, deshalb habe ich die auch gemacht, weil ich dachte, Essen machen ist auch wichtig oder so. Ja, wobei ich bisher noch nichts gegessen habe, komischerweise. Und, achso, und das habe ich erweitert hier, das die Kommandozentrum. Habe ich einmal erweitert, das war eine Aufgabe. Wenn du das vergrößerst, also das können wir ja jetzt nicht sehen, dann müsstest du theoretisch auch die anderen Sachen vergrößern können. Das ist geil, ich habe keine Waffe in der Hand. Ja, ich ziele, ich habe aber keine Waffe in der Hand. Deswegen, das sehe ich nämlich auch. Die hat keine Textur, die Waffe oder so. Ja, geil. Ja. also ich würde sagen. Die Werkstatt ist nur zum Reparieren, ja. Ich würde sagen, oder zum Verwerten. Aber dann zerlegst du deine Waffen, das ist halt blöd. Du kannst nicht diese Teile, die kann er wohl nur zerlegen. Die konntest du zerlegen, ne, was ich dir gegeben hatte. Diese Waffenteile da. Die landen dann aber im Lager irgendwie, ne? Diese Einzelteile, ne? Was ist denn mit dem hier? Achso. Du weißt schon, dass der Tag jetzt schon wieder anbricht, wegen den Herden? Ja, ich wollte jetzt gerade los. Sollen wir nicht? Ja, sollen wir denn da unten... da unten brauchen wir nicht mit dem Auto hinfahren. Das ist ja hier vorne direkt, diese 300 Meter da. Ja, oder so. Aber trotzdem mal gucken, ob wir vielleicht nochmal neues Benzin holen können oder so. Da ist einer. Zeig ihm das mal, wie das ist mit dem... Give it space. Da musst du aufpassen. Danke, Joanne. Das war Joanne. Ich glaube, sie hat geschossen. Aber wie die da weggezuckt ist. Links ist wieder einer, der so leuchtet. Sind das jetzt die Seuchendinger, die wir mal gesucht haben? Ja, die sind... Das sind Bosse, oder? Ja, der gerade hier war übel. Wenn du den irgendwie im Auto hast, musst du aus dem Auto aussteigen. Nee, der mit den leuchtenden Augen meine ich jetzt, der da links war. Die... Ich höre doch irgendwas hier. Gott sagen, das ist aber... Ja, den linken wahrscheinlich. Aber rechts war ja auch noch einer. Aber hier leuchtet nichts. Ich weiß nicht, wann man hier dann nochmal Benzin holen kann. Oder weil ich jetzt nichts dabei habe, um das zu holen. Nee, das Benzin ist drin. Benzin ist drin. Ja, was heißt drin? Hier ist ein Ausruf. Achso, das bist du. Dann muss man da reingehen, dann kann man das holen. Oh, Cardio, aber wo willst du jetzt hier Benzin holen? Ja, ich will gar kein Benzin. Ich würde zu diesem Ausruf. Ja, aber hier ist nichts, um Benzin zu holen. Ich will hier auch keins holen. Es geht aber darum, wie wir das machen können. Hier ist nur das Schließfach. Achtung. Weil du hast es ja extra beansprucht, damit wir hier Benzin holen können regelmäßig. Oh, hier drin kriegen wir kein Benzin. Darum geht es ja. Danke, dass ihr wartet. Ach, hier ist ein Zombie. Hier war ein Zombie. Oh, Mist. Oh, da war ein Kreischer. Sag mal! Boah, willst du das da drin allein lösen? Nee, eigentlich nicht. Wenn er alleine da reinläuft?
Nein, die Joanne ist da reingegangen. Diese Scheiße kannst du ja nicht steuern. Da ist noch einer. I hear Dad's moving around. Careful now. Das war aber der Kreischer hier drin, glaube ich. Ja, es waren was zwei. Hat mir jetzt gerade geleuchtet beim Kämpfen, hä? Wow. Ach, vor allen Dingen dieses aber gegenseitig Blocken immer, wenn man einander mal aus Versehen anläuft, das finde ich immer so doof. Also, Munitionssammlung sagt er mir hier an und der Ort kann beansprucht werden. Schon wieder? Ja, dann weiß ich nicht, ob wir das machen sollen. Nothing, nothing, nee, warum? Was haben wir von dem hier, oder? Ja, Moment, Munitionssammlung? Was meinst du mit Munitionssammlung? Ja, steht nur als Bemerkung hier oben drin. Ja, dann können wir hier wahrscheinlich Munition immer wiederholen. Was ist denn das? Dann permanente natürlich Schutzzone? Nicht. Also, wenn es ein Außenposteneffekt ist, permanente Schutzzone und eine Munitionssammlung steht dabei. Also macht das vielleicht Sinn halt, ne? Der kann beansprucht werden. Ich könnte ihn auch übernehmen. Nee, ich glaube, man sollte nicht alles übernehmen, aber du hast ja eh nicht so viele Punkte. Also ich habe jetzt gerade 845 und 300 brauchst du. Und wir haben eine Tankstelle, wir haben Militärposten, also du kannst, da ist auch nochmal Munitionssammlung. Genau. Haus also mit netter Aussicht, das hast du ja auch beansprucht, oder? Nee. Nee, warte mal, das hast du gar nicht beansprucht. Nee, nee. Also Quarantänestation ist wahrscheinlich interessanter als das Ding hier. Ja, auf jeden Fall. Also. Wo siehst du eine Quarantänestation? Links von uns, ein bisschen höher. Achso, ne, die haben wir. Das ist unsere. Ah, warte mal, Mobilfunkmast, das ist ganz wichtig. Da ist ein Signalverstärker drin, den brauchen wir noch. Da sind wir aber nicht weiter runtergegangen letztes Mal. Die Frage ist, sollte man nicht jetzt unten diese anderen Häuser, das gelbe Haus da bereinigen daneben noch? Guck mal auf der Karte. Ist auch noch ein Quest, ne? Gründe ein neues Zuhause, links die Straße weiterfährt. Stimmt. Ja, okay, dann machen wir das. Achso, das ist wahrscheinlich diese Alternative, der alternative Platz, ne? Vielleicht kann man da was anpflanzen dann. Ja, aber dann müssen wir das richtige Haus, also ein zentrales wirklich dann das nehmen, ne? Also wie gesagt, das eine, was ich jetzt markiert habe, guck dir das mal an. Das musst du auf jeden Fall noch beanspruchen. Da brauchst du 400 für. Das ist ein Signalverstärker. Das ist wichtig. Ja, die Standglas. Ja, die habe ich. Ja, dann gehe ich da mal eben hin. Also jetzt nicht zum... Seid ihr denn jetzt nicht zum Herz, ja, sondern... Ja, weil da hinten sind Zombies. Also letztes Mal waren da welche. Ja, ach so, übrigens, je öfter du sprintest, umso mehr steigst du deine Kardiographie. Ist das so? Marco, ja. Wahrscheinlich das, was als erstes am schnellsten oben ist. Ja, also das ist unser schon hier, das haben wir schon übernommen. Ja, und da sollst du eigentlich ja Munition herbekommen. Nur das Komische ist ja, alles, was wir beansprucht haben, da kriegen wir das, was drinsteht, nicht raus. Hier ist auf jeden Fall ein cooler Bug. Das ist hundertprozentig ein Grafikfehler hier, diese Kugel da. Ich wüsste nicht, was das sonst sein soll. Das ist ein Luftballon, oder nicht? Ach so, na, du meinst S. Geh weg da. Das ist ein Luftballon, ja, ja. Da, du darfst da nicht zu nah rangehen. Da ist S drin. Das ist im Kanal. Oh. Links sind auch nochmal Zombies im Weg rum. Oh ja, da auch. Hier keine Clowns. Links ist auch noch einer von dir. Ich komme nicht hoch. Komm runter. Ja, er kommt runter, keine Sorge. Kommst du mal schneller runter? Ja, der kann sich jetzt nicht entscheiden, zu wem er jetzt gehen soll. Okay, dann macht Joanne das. Ja, geil, ich drücke auf E und komme nicht hin, weil sie im Weg steht. Geil. Hast du den gerade gegessen? Das sah gerade so aus. Hier, das Kehle Auto können wir benutzen. Das Auto hat auch Sachen drin. Der hält damit Konzept. Das ist geil. Das Auto ist viel besser. Ja, das kannst du auftanken, meine ich. Das. Hier muss man hoch, ne? Zum Erkunden. Ja. Hast du jetzt hier Sachen reingetan ins Auto? Oh, hier ist eine Toolbox drin. Hallo? Hast du ins Auto Sachen reingetan? Nein, noch nicht. Ja, weil da sind Sachen drin, deswegen frage ich dich. Aber die soll ich erstmal drin lassen.
Ach du Scheiße. Ja, du musst mir schon was sagen. Was, ich lese gerade hier, was das kostet, den Autobus. Ja, dann hör erstmal zu und geh dann dahin. Was ist das? Jedes Stück Dreck in der Stadt? Also hier sind blaue und gelbe Sachen überall in dem Schuppen. Warte mal, war das jetzt eins für mich hier? Oh. Ach so, und wenn du nicht schnell durchsuchst, ist es natürlich leiser. Ihr habt irgendwo Zombies gezogen. Sei mal nicht so aggressiv hier. Orte überprüft. Oh, Scheiße. Aua, das war gar nicht laut, ne? Ja, da unten die ersten kommen schon. Bist du da hochgeklettert? Ja, hier oben ist auch noch eine gelbe Kiste. Ist ganz toll gelöst. Ja, hier oben sind auch zwei Kisten noch mal für euch hier. Ein Zombie kommt. Ja, ich guck grad vor. Ah, ich hab wieder Waffenersatzteile. Joanne, bist du das schon wieder? Ach, sie war das. Hast du jetzt aber gehört, ja? Dass im Schuppen auch noch ganz viel blau und gelb ist. Alright, folks. Hast du jetzt Beanspruch? Ja, soll ich doch. Das ist doch die Aufgabe. Ja, dann nimm die Sachen aus dem Kofferraum auch mit raus. Nee, das war nicht die Aufgabe hier. Das hatten wir gesagt. Doch. Ja, stand aber da. Aber der war günstig. Aber das Problem ist, der andere hier, Außenposten, dafür brauchst du Strom. Da musst du pro Tag zwei Benzinkanister immer reintun. In den anderen hier. War da oben was die Treppe hoch? Du bist da eben oben gewesen, ne? Also die Leiter war was oben. Mhm. Das ist der Aussichtspunkt. Da kannst du das Gebiet erkunden. Ach so, ja, genau. Das ist auch das noch... Das ist aber erkundet. Wenn du einen hohen Punkt hast, kannst du, wenn du so zielst, mit der rechten Maustaste, kannst du auf die weißen Punkte gehen mit den Fragezeichen und dann kurz drauf lassen, dann erkundet der die Gegend. Das genau. Weiß ich schon. Ja, weiß das habe ich gerade oben gemacht. Boah, die macht also ist alles länger. Erkundet hier in der Nähe jetzt. Ja, der Lars hat wieder die Sachen hier nicht genommen, nehme hier ich mal an. Doch, hier ist eine Toolbox. Nee, aus dem Dings meine ich. Nein, ich will nicht ins Auto. Hallo, gehst du wieder raus? Gehst du da jetzt raus? Hallo. Aber wir können das Auto... Hier raus. Gucken, wie weit das Auto getankt ist. Es ist ein bisschen Sprit noch drin. Ich wusste, dass der Kofferraum nicht leer ist. Nein, die Toolbox, lass die mal da drücken. Okay. Na, ernsthaft jetzt? Naja, ich dachte, dass man so eine drin lässt, aber wir brauchen eher Sprit. Ich weiß nicht, ob wir Sprit im... Ja, habe ich noch dreimal. Ja, ich habe keins. Dann musst du es rausnehmen. Nee, fünfmal. Also ich habe 5 Benzinkanister, die waren das, ne? Mhm. Oh, jetzt bin ich rausgegangen. Moment. Die kann ich... Achso, doch, da kommt da nur einer. Okay. Warte mal. Bist du hier? Ich weiß nämlich nicht, wie lange ich das hier hinlegen kann. Oh, eine Axt irgendwie sowas? Oder eine Feueraxt oder so? Nimm doch erstmal den Benzinkanister. Einen Platz hätte ich noch. Warte mal, ich geb dir die mal. Du kannst aber deinen Platz jetzt leer machen, ne? Wir haben hier jetzt ein Inventar. Okay. Bitte? Hier vorne. Ich habe gerade auch noch einen Kanister hier drin gefunden. Also, jetzt teile ich mich rausholen, Bro. As always, I'm reaching out to all my brothers and sisters out there struggling to stay alive. Ach, warte mal, vielleicht können wir jetzt... Nee, das ist immer noch mit 10. Oh, ist nicht ganz voll geworden, okay. We got no future. Echt ja locker. I'm not telling you to forget the people we've lost along the way. Hattest du von der anderen Seite hier die Sachen jetzt auch genommen? Weil da waren eben noch Sachen, als ich... Achso, die Leiter hoch. Da waren noch Sachen. Ja, aber das ist nur für euch gewesen. Das hat doch nicht genommen. Das war nicht... Ja, doch, eins war für mich, aber das hatte ich genommen. Und ein gelbes, glaube ich. Also eins war hier noch, als ich runtergegangen bin. Ja, das war blau und orange. Ja, ist aber jetzt geplündert, ja. Ah, nee, also wir können... Sollen wir jetzt zu diesem Posten da fahren hier? Der war ja ein bisschen weiter da runter, ne? Diesen, Ja, wir müssen die Härte Militärtruck. Stimmt, da ist so ein Militärtruck. Ja, und die Herde, weil die vermehren sich immer mehr. Das wäre in die Richtung, ja. Und da ist noch ein Seuchenherz, das müssen wir auch noch stoppen.
Weil die Herde sind ja alle wieder Richtung nach Hause, die drei. Der Militärtruck ist jetzt hier direkt um die Ecke, aber das Seuchenherz ist noch ein ganzes Stück weiter, Richtung Stadt oder was ist das? Wir fahren mal eben zu dem Militärtruck hin, mal gucken. Ja, ich kann dann wieder alleine laufen. Nee, du kannst mitkommen. Ja, ja. Hallo. Wenn ich ans Auto gehe, dann befährst du mich wieder. Nein. Das passiert nur einmal. Hm. Hat jemand jetzt eigentlich was mitgenommen vom Benzin? Wollte ich nur mal gefragt haben. Nein. Das ist gut, weil der muss man betanken, stand da drin. Den habe ich ja betankt. Nee, der ist ein Militärauto. Ja. Ach so. Da ist ein Zombie rechts. Meinst du den? Ja, aber das... Warte mal. Das ist noch der, einer hinter uns, hinter uns, hinter uns. Vor uns und neben uns. Komm nicht raus. Und ganz viele. Oh. Ich wollte gar nicht fahren. Ach, gib's zu, du wolltest dich nur verstecken. Genau. Du wolltest... Ihr macht das schon. Aber der ist geil, der ist irgendwie geiler, das Ding hier, glaube ich. Der hält wahrscheinlich auch mehr aus. Ja, wir können ja beide mitnehmen. Wir haben ja drei Plätze. Warte mal, Kofferraum? Sechs Plätze. Ah, hier sind aber zwei, haben wir jetzt Sprit? Ja, hier sind zwei Benzinkanister drin. Volle? Hey, ja. Stop that thief. Ey, was? Wieso rauben die uns im Moment aus, ey? Egal. Deswegen haben wir auch so wenig nur noch im Lager wahrscheinlich. Sollten wir doch mal zurück. Ja, wir fahren, wir nehmen den Truck mit und das andere und fahren zurück. Dann... Okay, also er fährt den Truck. Ich fahre aber mit ihm. Nee, du kannst aber das andere... Achso, nee, einer... Ja, warte. Schon mal, ich fahre mal aus, bitte. Ah! Ich fahre mit dem anderen. Ja, ich fahre aber mit Butcher. Ich fahre nicht mit dir. Ja, ich weiß. Habe ich verstanden. Geh aber weg. Du hast noch nicht gesehen, wie ich fahre. Aber es reicht mir, wie der Lars fährt, deswegen... Hinten ist noch ein Zombie. Pass auf, der springt. Oh, es sind zwei. Einen hast du erwischt. Hinter dir kommt noch einer. Drei. Die sind so schnell, ne? Was machst du denn jetzt? Oh. Sollen wir dir helfen? Ne, wir warten so lange, ne? Oh, der war krass. Oh, scheiße. Sie schießt wieder alles zusammen hier. Ja, echt. Dann sind die Batterien. Die Patronen leer? Diesmal muss man die jetzt mal austauschen, glaube ich, was die für eine Waffe hat, oder? Die hat einen, so ein G3 oder hier so ein Sturmgewehr. Ja, aber das Problem ist, wenn sie in der Basis bleibt, dann ist es ganz gut, wenn sie eine Waffe hat. Weil die Basis ja auch angegriffen werden kann. Deswegen soll man auch mit jedem immer mal spielen, dass die alle hochgelevelt werden. Rechts ist noch ein. Nee, nee, nicht aufhalten. Am besten im letzten Moment machen, weil sonst springen die rein. Das hatte ich auch schon mal. Okay. Das ist unseres. Bitte nicht kaputt fahren. Until we build more storage, we can expect more supplies to get ruined like this. Also wir sollen mehr Speicher machen. Ja, das sag ich dir ja immer. Du sollst es ausbauen, sobald es geht. Aber ich weiß nicht, was du dafür brauchst. Deswegen frage ich dich ja ständig, ob du irgendwelche Schrauben brauchst oder so. Weil die sammle ich ja alle. Und die brauche ich brauche auch Schrauben, um mir Erste-Hilfe-Packs zu machen. Das ist total bescheuert. Ach, wir haben nur zwei? Aber ja gut, ja, aber, ja, aber hier ist ja egal, du kannst es dort einstellen. Ich glaube, das muss jetzt nicht auf dem Ding hier stehen. Ja, aber guck mal, der parkt viel besser als du. Das geht nicht automatisch. Ja, ja. Oh, Joanne, geh mir aus dem Weg! Hi there. Hi there. Hab ich überhaupt was drin? Ich hab das alles schon... ich spendiere dir hier mal was. Ich nehme mal die Munition aus dem Fahrzeug, oder? Soll ich die drin lassen? Nee, nimm raus, dass das leer ist, also... Ich weiß nicht, du konntest aber nicht T drücken oder so, dass das ins Lager gesendet wird, ne? Nein. Ja, dann kann er das nur machen. Das ist so scheiße. Doch, stimmt. Nee, doch, stimmt. Kann man. Doch, du kannst es aus dem Ding direkt da reinsetzen. Lesen hilft manchmal. Hast du das mit dem anderen aufgemacht? Nee, das war leer, glaube ich, ne? Ich hatte das. Aber ich mach das auch nicht. Ich trage das auch mal. Ist hier nicht auch noch was drin gewesen? You can relax. I'm home now. Ja, aber darum geht es dass du dann das Auto dabei hast, dann kannst du die Sachen direkt wegschicken. Weißt du? Und dann hast du viel Platz. Das funktioniert, glaube ich, nur an der Basis, das nimmt hier, ne? Nee, Basis nicht. Du musst an so ein Ding angekoppelt sein. Außenposten wahrscheinlich. Ja. Ja, Außenposten, genau. Ja, dann geht das. Sollen wir jetzt diese Herde mal wegmachen, bevor die da überhand nehmen? Weil jetzt haben wir da drei, haben wir noch. Ja, müssen wir. Ja, aber nimm mal jemand anders mit, die nervt irgendwie mit ihrer Rumballerei. Ja, warte mal, wo ist...